So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ich bin der Franconia und ich habe es mir überlegt, wir werden nochmal die letzte Folge werden wir nochmal durchspielen. Und ja, wir möchten den auswählen. Genau, und wir möchten auch speichern, denn ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich möchte doch ja, eine Entscheidung, dass die halt dann doch auch besser für uns ausgeht und dann auch natürlich auch besser fürs Let's Play sein wird. Ich hoffe, wir kriegen es auf die Reihe. Ich hoffe, wir kriegen es auf die Reihe. So, ich werde großartig mit den Entscheidungen oder keine anderen Entscheidungen mehr mitmachen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon mal nochmal aufgenommen. Hab's aber genauso verkackt wie das letzte Mal. Deswegen hier jetzt definitiv der letzte Versuch. Also ich mache jetzt Versuch Nummer 3. Wie gesagt, Versuch Nummer 2 ging genauso daneben und ich hoffe, dass wir jetzt doch heute besser sind. Und dass das klappt. Ich habe auch nochmal alles abgesucht, also ich finde nichts anderes wie auch in der letzten Folge. Von daher hoffe ich, dass wir das doch schnell durchmachen können. Ja, wem es nicht interessiert, muss es nicht anschauen. Aber ich finde es doch gut, wenn wir doch nochmal das eine oder andere vielleicht neu entdecken können hier in diesem Durchgang. Und ja. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Finde Jericho. Connor gefällt mir so mit den normalen Klamotten. Hat was irgendwie. Muss ich sagen, hat was. Und nun sind wir hier angelangt. So, wir bringen sie auch jetzt gleich ins Warme. Also wie gesagt, schon beim zweiten Durchgang habe ich nochmal alles versucht durchzuluden. Haben aber dann doch tatsächlich nichts mehr gefunden. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. So, finde den einen Abweichleranführer. So, wir konnten hier tatsächlich noch interagieren. So, wir finden hier Kara. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. So, und nämlich hier gab es auch noch was. Irgendwo konnte ich nämlich noch interagieren. Hier nicht.
Oben ist natürlich Marcus. Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach so ab... schlachten lassen. Genau, nämlich das konnte ich das letzte Mal nicht machen. Das sieht aber cool aus, ne, irgendwie. Jetzt versuche den wieder zusammenzufliegen. Interessant, siehst du, das hatten wir das letzte Mal nicht. Kann natürlich sein. So, dass wir da vielleicht tatsächlich noch was rausgefunden haben, das ein oder andere. Sprengstoff entdecken, Rupert entdecken. Kara entdecken. Ah, wir haben hier doch tatsächlich noch was gemacht. Noch was gefunden. Wer war nochmal Rupert? Wer war nochmal Rupert? Hier waren wir aber auch noch nie, ne? Können wir hier rein? Wieso können wir hier nicht rein? Auch eher mehr Ersatzteillager als alles andere. Was soll ich machen? Ich finde den Abweichleranführer. Scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Warte mal. Das ist ja die Leiter. Warte mal, wir gehen jetzt mal hier rüber. Schauen wir mal, ob wir den... Gucken wir mal, ob wir den Abweichler hier oben finden. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Okay, wir haben hier weiter tatsächlich nichts gefunden. Deswegen gehen wir gleich zu Marcus rüber. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann.
Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung Dann gehen wir mal wieder zu Kara, zu Ding zurück. Zu Alice. Von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Alter, jetzt kapiere ich das erst. Kara ist ein Android. Also ich habe schon vorher kapiert, aber das war gar nicht Kara, wo sie angesprochen haben. Alice meine ich, Entschuldigung. Hey, meine Süße. Stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Kara ist einfach so liebevoll irgendwie. Ich mag das. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Das Einzige, was wir wollten, war Freiheit. Sie haben uns nicht mal zugehört. Jetzt bestrafen sie uns für das, was wir sind. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist?
Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Ne, der Kuss ist schon ein bisschen steif, ne? Kriege ich besser hin. So. Entschuldige. Ich wollte die Atmosphäre jetzt nicht zerstören mit meinem Gelaber. Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Ja, du kannst mich erschießen. Aber das ändert gar nichts. Jemand anders tritt an meinen Platz. Weißt du, unser Volk erwacht gerade. Und nichts kann uns mehr aufhalten. Du kommst jetzt mit! Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch.
Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Bleib zurück, oder ich schieße. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Entscheide dich jetzt. Da wir ja mit Hank gut befreundet sind, werden sie es so machen. Ich hoffe, Hank ist dann trotzdem noch auf unserer Seite. Weil ich mag den Typen eigentlich. Total irgendwie von der Art her genau mein Typ eigentlich. So. Wir durchbrechen unsere Mauer. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Aber nix wie weg hier. Hier lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hier rein, schnell! Verfluchter Mist. Boah. Los da! Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen. Komm. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Oh, Money. So, ich werde jetzt natürlich gleich nochmal was testen. Ihr werdet es gar nicht mitbekommen, großartig. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Lasst ihn nicht entkommen. Wenn sie euch irgendwie Ärger machen, nervt sie. Versteht ihr, wird gemacht. Es ist zu spät, Kara!
Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Wir werden sowieso hier keine Möglichkeit haben, ihn zu retten. Wir machen es aber trotzdem. Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komme klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf. Oi, 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 nix wie weg hier, nix wie weg hier. Öffnen, nicht öffnen. Komm, scheiß drauf. Das hätte ich nicht tun sollen. Alter Scheiße. Okay, aber es hat funktioniert zumindest. Dinge, dass wir es jetzt schaffen, endlich. Komm, wir sind mal ganz mutig. Oh Mann. Nein, du. Wir helfen ihm natürlich. Schnell, hier lang. Such noch. Ich komme nach. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Eieiei! Stopp! Runter! Beweg dich nicht! Bitte tötet mich nicht! Ich Na los, wir verschwinden von hier.
Schnell, wir müssen weg. Kara und Alice sind in Sicherheit. Jetzt sind nur noch Markus und Connor retten. Ich bin frohen Mutes. Ich werde es nochmal testen, bevor es jetzt richtig ans Eingemachte geht. Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Ich muss ganz ehrlich sein, ich trick's da ein bisschen rum. Mich X- und Kreistaste drücke ich gleichzeitig. Es tut mir leid, dass ich das so tricksen muss, aber... Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. So, jetzt zählt's. Jetzt geht's um die Wurst, Freunde. Können wir Connor retten? Geht's um die Wurst. Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Ja, wir haben alle gerettet. Yes. Kommt dann natürlich da noch ein bisschen Punkte. Zwar nur 180. Aber wir haben die 2. Nee, gibt noch ein bisschen was. Gibt noch ein bisschen was, hat er gemeint. Sehr schön. 260, 280 Punkte. Na, immerhin. Immerhin, Freunde. So, wir gucken natürlich hier nochmal. Das war die Aktion mit Markus. Bliblablo, bliblablo. Korridor. Androiden entkommen. Wegklettern, ne? Haben wir das auch noch erreicht? Sehr schön. In einem Schacht klettern. Androiden werden von Soldaten gejagt. Soldaten K.O. schlagen. Androiden entkommen. Josh kämpft gegen einen Soldaten. Eingreifen haben wir natürlich. Soldaten getötet. Josh entkommt. Frachtraum. Alten Maschinenkontrollraum. Ja, da haben wir hier den gleichen Weg wie auch in der gestrigen Folge gehabt. Countdown auslösen im Korridor. North wird angeschossen, natürlich haben wir sie gerettet. Connor schützt Markus und North, Soldaten töten. Beim Versuch Zeit zu gewinnen sterben, Markus springt. Josh, North und Connor. Yeah, Mann, Markus mit seinen Leuten geflohen. Okay, einer hat es wohl nicht geschafft. Ist die Frage jetzt wer, ne? So, Rupert entdeckt, Alice entdeckt, ja, da haben wir ein bisschen was gemacht. Beziehungsweise ein bisschen was geschafft. Kapitänskabine betreten. Da haben wir den gleichen Weg. Mich interessiert gern, was das ist. Vermutlich ist das, wenn Connor, wenn wir nicht zum Abweichler werden. Jetzt noch mal, vielleicht können wir zum späteren Zeitpunkt dann auch nochmal zum Abweichler werden. So, was dann wichtig ist hier natürlich, Connor schließt sich uns an. Wir haben Markus geholfen, Connor springt mit den anderen und Connor ist mit den Jericho-Leuten entkommen. Okay.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. In diesem Sinne, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten am Scheideweg mit Kara. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an, geschwind. Der Vollständigkeit halber. Ja, hier fehlt wahnsinnig viel noch. Hier fehlt wahnsinnig viel. Mal schauen, wie wir das schaffen. Oder wie wir das mal machen. Vielleicht mache ich mal da mal einen Stream draus. Mal gucken. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal bei Detroit Become Human. Macht's gut. Servus.